Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 30. Juni 2021. Ihr Lieben, der Verstand ist ähnlich wie ein Computer. Er weiß nur das, was zu wissen er programmiert wurde. Deshalb ist es nicht das idealste Werkzeug für die Manifestation, weil er in seinem Bereich der Möglichkeiten begrenzt ist. Wenn ihr Unbehagen damit empfindet, wo ihr euch gerade befindet, möchten wir euch darauf hinweisen, dass es daran liegt, dass das bisher Bekannte nicht mehr groß genug für euch ist. Euer Unbehagen bereitet euch darauf vor, euch zu bewegen und Veränderungen und Ausdehnungen anzunehmen, denn wenn ihr als Menschen euch die ganze Zeit behaglich und gemütlich fühlen würdet, würdet ihr keine Ausdehnung suchen. Unbehagen ist kein Zeichen dafür, dass ihr feststeckt. Es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr einer Schicht entwachsen und bereit für mehr seid. Es gibt euch Zeit, euch vollständig vom Alten zu lösen und bereit zu sein, den nächsten Sprung nach vorne zu machen. Ihr seid im Begriff, euch auf eine höhere Ebene zu begeben. Ihr möchtet beginnen, das große Unbekannte zu erforschen, neugierig sein und sehen, was noch möglich ist. Ihr sucht jenseits dessen, was das Gehirn ergründen kann. Das bedeutet, dass ihr euch hin zu demjenigen Werkzeug verlagert, das darauf spezialisiert ist, euch in die höchsten Potenziale zu bringen, die jenseits dessen existieren, was ihr sehen könnt. Dieses Werkzeug ist euer Herz, denn es arbeitet wie auf einem Tandem mit eurer Seele zusammen, die Zugang zu all den Informationen, Plänen, Potenzialen und Möglichkeiten hat, die ihr euch durch die begrenzte Perspektive des Verstandes niemals vorstellen könntet. Und das Wunderbare an der herzzentrierten Navigation ist, dass sie sich so sehr gut anfühlt, weil sie voller Fluss, Wunder und magischer Entdeckungen ist. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, abgesehen davon, dass der Erzengel Gabriel scheinbar auf Tandems steht oder das Bild halt mag, ja, da habe ich euch ja schon mal einen Scherz geschenkt, den werde ich jetzt nicht wiederholen, aber ja, ist es natürlich wieder ein wunderbarer Text, der eigentlich meines Kommentars nicht mehr bedarf. Ich probiere es trotzdem, so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ja, fangen wir mal an mit dem Unbehagen, ja. Ja, egal was für einen tollen Job ihr macht, egal mit was ihr euch beschäftigt, es wird nicht immer nur leicht und tralala sein. Also selbst bei einem Herzensprojekt werdet ihr mal in Anführungsstrichen feststecken und nicht weiterkommen und euch dann sagen, ja, ist das jetzt das Richtige, dann setzt wieder der Verstand ein. Ja. Wenn ihr jetzt glaubt, dass immer sobald ihr Schwierigkeiten habt und sobald ein gewisses Unwohlsein in der Situation ja, sich zeigt, ihr dann fehl am Platz seid und dann ja, eure Beine in die Hand nehmt und lauft, ist das auch nicht richtig. Ich würde sagen, wenn ihr gar keine Freude mehr empfindet, dann ist es ein wirklich deutliches Anzeichen, dass das ja eben dann zutrifft, dass ihr euch wirklich ja, auf neue Möglichkeiten einlassen dürft. Ansonsten kann man sagen, wenn man immer wieder mal Freude hat, also ich kann es wieder nur sehr gut mit der Musik vergleichen. Ich habe mal 2012 haben wir unser letztes Konzert gespielt mit Dreamscape und da habe ich um eine Bestätigung gebeten, ob Musik wirklich noch das Potenzial hat, mich glücklich zu machen, weil es ist so, wenn du in einer Band bist und gerade wenn du dich auch noch spirituell entwickelst, dann stellst du irgendwann fest, wow, ja, bin ich hier der Einzige, ja, der diese Gedanken hat, der auf diesem Weg ist und dann passt ganz schnell ganz viel nicht mehr und das fühlt sich auch anstrengend an, ja, hat man Ego-Themen, nur so ein Beispiel, also mir war es immer wichtig, dass sich alle beteiligt fühlen an der Musik. Deswegen haben wir eigentlich immer unsere Musik und die Texte
als gemeinsame Kreation angemeldet, ja, egal, oder auch hingeschrieben halt auf die CD, aufs Booklet, wie man das nennt. Das heißt, selbst wenn der Bassist nie auch nur eine Note Kreativität hinzugefügt hat, ja, fand ich es eine gute Idee, wenn er dennoch als Songwriter und auch Texter auf dem Booklet steht. Ja, und wir haben das auch dann so bei der GEMA angemeldet. Also Hintergrund ist ein bisschen, erstens mal war mir damals schon bewusst, dass man würde einen Song unfassbar erfolgreich werden, ja, kann ja immer mal passieren, alle Möglichkeiten offen lassen und so, dann ja, würde derjenige, der den Song geschrieben hat, unfassbar viel mehr Geld verdienen als alle anderen. Ja? Und ich als einer der wichtigsten Songwriter in der Band konnte das auch sozusagen einführen, weil im Prinzip habe ich ja mein eigenes Ding ein bisschen eingeschränkt. Ja? Unser erster Keyboarder, der hat das mitgemacht. Ja, aber dann gab es einen Line-Wechsel und der Sänger und der Keyboarder, also Sänger war gar nicht so lange dabei und der Keyboarder, die haben das nicht gut gefunden. Ja, die wollten dann, dass sie da selbst draufstehen, wenn sie was hauptverantwortlich geschrieben haben und so. Ja, das war dann der Ausbruch sozusagen. Aber auch das waren so Details, wo ich sage, ah, irgendwas stimmt da nicht. Also da ist schon sehr viel Ego dabei. Ich versuche das gerade so ein bisschen in mir zu befrieden und habe das ja auch schon mal gemacht. Also bevor ich bewusst war, habe ich diese Entscheidung getroffen. Auf einmal wird es so rückgängig gemacht. Ja. Also das hat einfach nicht mehr richtig gut gepasst. Und auch es ist auch oft harte Arbeit, Musik zu machen. Mich hat zum Beispiel mal jemand gefragt, ob ich Freude beim Einspielen von Gitarre habe. Also wenn es dann wirklich ans Produzieren geht und man ist dann im Studio, man kann es auch daheim machen und spielt dann Gitarre ein. Ja, dann habe ich gesagt, nein, ja, er sitzt nicht da und sagt, oh, ist das schön, sondern das ist ein Kampf zwischen mir und dem, was ich schaffen will. Und ich bin da hochkonzentriert und ich bin da nicht in der hochschwingenden Tralala-Freude. Dafür muss ich mich auch viel zu sehr darauf konzentrieren, dass ich mich nicht verspiele, dass das wirklich gut ist. Ich muss mein eigener Kritiker sein, weil ich habe ganz oft die Gitarre selbst aufgenommen, auch wenn ich es dann im Studio aufgenommen habe, war ich alleine im Studio, ja, hab schön Record gedrückt und musste auch immer dann wieder, wenn ich was eingespielt habe, beurteilen, ob das jetzt gut war. Und ja, musste auch zum Teil kämpfen, weil wir haben sehr grenzwertige Musik gemacht, wo ich Sachen wirklich, ja, auch gerade wenn es neue Stücke waren, da musste ich üben, dass ich spielen kann, ja, im Studio. Und dann war es auch mal grenzwertig. Dann musste ich ein bisschen schummeln, ja, dass ich halt vielleicht ein paar Schnitte mehr mache, weil ich sage, ja, vorne war es gut, aber hinten nicht. Und dann habe ich halt die Sachen ausgetauscht. Und dann war es gut, aber das heißt, ja, ich musste da sehr akribisch dran arbeiten. Ja. Ich bin halt auch nicht so das Monstertalent, der einfach, ja, wenn er im Studio sitzt, der sofort alles noch viel besser spielt, als sich's vorgestellt hat. Das ist harte Arbeit. Ja. Also nur so ein Detailbeispiel, wo ich wirklich gemerkt habe, ja, also wo ist die Freude? Gut, früher war es so, dass wenn ein Song entstanden ist, das hat mich unfassbar glücklich gemacht, weil ich wirklich, wow, ja. Da gingen neue Welten auf und dann hast du aber eine Routine entwickelt und hast einfach verstanden, wie das funktioniert und ja, es ist zwar irgendwie besser geworden, also klar ist die im Laufe der Zeit die Band besser geworden und auch die Songs sind besser geworden in irgendeiner gewissen Weise, ja, aber den Zauber der ersten CD, das habe ich nie wieder empfunden, ja, wenn dann eine Aufnahme vom Sänger dann drauf ist und du das es zum ersten Mal abgemischt hörst und sagst, wow, das sind wir, ist das krass, ja. Und der typische Standardsatz klingt ja wie im Radio. Genau. Also, insofern war das immer auch viel mit Kampf verbunden, aber auf der Bühne dann 2012 habe ich das geschenkt bekommen. Ich habe mich unfassbar glücklich gefühlt während eines ruhigen, schönen Solostücks und ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht weine. Weil dann wäre es, glaube ich, gekippt. Ja, dann hätte ich mich angefangen zu verspielen wahrscheinlich. Ja? So habe ich mich da ein bisschen zusammengerissen. Aber das war eindeutig, das Zeichen war eindeutig. Also ich war schon richtig bei Musik. Die Konstellation war vielleicht nicht günstig. Und um solche Dinge kann man auch bitten, wenn man anfängt, nämlich drüber nachzudenken. Dieses Nachdenken ist das Problem. Ja? Man kann Plus-Minus-Listen machen. Ungefähr das Schlimmste, was die Menschheit erfunden hat. Ja? Weil die Wertung, also selbst, man könnte sogar eine Wertung reinfummeln, ja, aber das ist schlimm, ist ganz schrecklich, ja, ist wie Schulnoten, ja, also ganz, ganz fürchterliche Idee, machen aber einige, ja.
man kann sich vielleicht damit Sachen mal bewusst werden, aber man darf auf keinen Fall, da gefällt mir gerade, also eine Teil meiner Lieblingsserien ein, ja. Und zwar geht es da um Ross und Rachel in der Serie Friends. Und Ross macht eben so eine Plus-Minus-Liste, ja. Besser gesagt Vorteile und Nachteile, die dann wirklich Rachel in ein schlechtes Licht rücken würden. Aber die aktuelle Freundin, bei der Ross eben dann ja, überlegt, ob er sich trennen soll für Rachel, da steht dann da, ist nicht Rachel. Und das ist der wichtigste Punkt, also der, ja, weil die offensichtlichen Gründe, warum er jetzt quasi mit der einen und nicht mit Rachel zusammen ist, sind eigentlich sehr viel. Ja, aber es gibt etwas, was er nicht erklären kann. Und er schreibt es halt unbeholfen hin mit, dass die andere eben nicht Rachel ist. Was der größte Nachteil überhaupt ist, weil er eigentlich mit Rachel zusammen sein will. Und ja, Rachel kriegt diese Liste leider in die Finger und da gibt es halt Mörderzoff, ja. Also, genau, ja. Fliegt er leider auf, ja. Ja, aber seine Listen erfindet halt unser Verstand, ja. Das findet er gut, kann man einteilen, ja, plus, minus, Punkte am Ende zusammenzählen und dann kommt irgendwas bei raus, was man vielleicht aber gar nicht will, ja. Und das Herz weiß es viel besser. Ja, das könnte man schön animieren, ja, als Video, ja, was das Herz so zu den Verstandesentscheidungen sagt. So, nein, nicht der schon wieder. Warum? So, ich will doch ganz was anderes. So, warum check ich das nicht? Also, Obacht geben auf gut Deutsch mit, ja, diesem Unwohlsein, was hier so Unbehagen, was hier so beschrieben wird. Weil, gut, als Fazit, wenn man es sagt, wenn man Unbehagen empfindet, wo man sich gerade befindet, kann man das so sagen. Aber ja, es stellt sich ja das Gefühl ein und man weiß ja nicht ganz genau, woher es kommt. Das ist ja das Problem am Menschsein. Ja? Kein Arbeitskollege kann dich blöd anlabern und du kannst dann denken, wow, was will ich eigentlich hier? Ich bin ja fehl am Platz. Ja? Und ja, in Wirklichkeit geht es auch darum, dass du dich behauptest, dass du auch deinen Schutz einsetzt, deine männlich-göttliche Energie auch lebst, ja, und einfach Grenzen setzt. Ja? Natürlich freundlich und liebevoll, aber dennoch bestimmt und deutlich. Ja, oder du bist wirklich falsch am Platz. Das musst dann du rausfinden. Aber ebenso, immer wenn man Unbehagen empfinden würde, wäre man dann falsch. Ja, und es würde sich was Neues dadurch ergeben. Ja, nein. Also das würde ich so pauschal wirklich das nicht unterschreiben. Aber es trifft natürlich auch viele zu. Das muss man auch ehrlich sagen. Ja, viele von uns machen gerade Jobs, die eigentlich nicht wirklich dran sind, wo die Seele sagt, wow, ja, lineare Zeit gibt's jetzt eigentlich nicht, aber bei dir halt jetzt schon und ja, du könntest sie echt besser nutzen, ja. Also, ja. Also weiß man nicht immer, woher dieses Gefühl kommt und kann auch nicht pauschal immer darauf, ja, mit einer Flucht reagieren, sage ich jetzt mal, ja. Manchmal müssen wir uns auch durchbeißen und dann entwickeln sich Dinge erst wunderbar. Was wichtig ist, dass wir wirklich verstehen, dass der Verstand, und das muss der Verstand eben auch akzeptieren, dass er Grenzen hat, dass unsere Vorstellungskraft, die aus dem Verstand herauskommt, ja, begrenzt ist und wir aufhören müssen, Szenarien uns zu überlegen und ja, Strategien zu entwickeln, die aus dem Verstand kommen, die uns dann, ja, auf Situationen vorbereiten. Ich weiß, ich bin so oft da gesessen, was ich machen kann, weil ich gemerkt habe, meine finanzielle Situation wird immer bedrohlicher. Das war halt ja noch vor Spiritscape, auch während Spiritscape, aber vor allem an die Situationen vor Spiritscape kann ich mich gut erinnern, ja, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt mache ich wieder Musik, so mit voll Gas und Freude habe ich mal ein paar Songs geschrieben und dann haben sich aber nie die Mitstreiter gefunden, die ja, wo das dann Spaß gemacht hätte, mit den Menschen zu arbeiten. Es hatte sich mal ein Sänger gemeldet, da habe ich auch gedacht, wow, das ist es jetzt, ja. Dann habe ich aber gemerkt, der wollte eigentlich
ja, was ganz Spezielles. Also der hatte eben schon ein paar Songs gemacht mit einem anderen Gitarristen oder sogar eine CD veröffentlicht. Und der wollte eigentlich, dass ich sowas Ähnliches mache, ja. Und ich möchte halt was Neues machen und nicht kopieren. Und witzigerweise hat der mir die Geschichte, die ich euch vorher erzählt habe, auch nicht geglaubt. Ja? Der hat sich das Booklet durchgelesen und hat gesagt, ja, du stehst aber gar nicht drauf als Hauptsongwriter. Sag ich, ja, weil ich das so und so gemacht habe. Ja. Wer macht denn sowas? Das glaube ich dir nicht. War halt wirklich gesagt. Ich stand wirklich so da, so, wow, ja. Jetzt werde ich hier schon der Lüge bezichtigt. Und der hatte auch die Idee, ich mache ihm die Musik und er singt dann drauf. Ja. Und ich war aber da schon drüber hinausgewachsen, weil ich sage, die Melodien und die Harmonien, die entwickeln den Song und nicht, man schreibt irgendwas und dann bastelt irgendjemand was drauf und dann ist es hoffentlich gut. So entstehen keine großen Songs. Machen aber ganz viele da draußen. Ja, die, ja, da findet dann der Gitarrist einen Riff. Ja, und es gibt natürlich auch Weltklasse-Songs, die mit einem Riff beginnen oder auch die vielleicht die Idee mit dem Riff begonnen hat. Aber das ist nicht der Standard. Ja, der Standard ist wirklich, dass das Herz des Stücks, der Refrain, ja, oder vielleicht auch eine Strophe, die dann zum Refrain führt. Also manchmal begibt man sich dann so in den Fluss und schreibt eine Strophe und dann hört man, wie es weitergehen muss. Ja? Das ist das, was sich zuerst entwickelt. Und wenn man es umgekehrt macht, wird es oft Blödsinn. Ja? Kann auch mal durch Zufall was Gutes werden, aber viel seltener. Genau, und auf diese Art und Weise wollte ich eben nicht mehr schreiben und dann ja, hatten wir halt musikalische Differenzen. Aber den fand ich so ganz gut. Auch nicht jetzt der absolut allerbeste Sänger, aber nicht schlecht. Also hätte ich schon Freude daran gehabt, mit ihm zu arbeiten. War auch bereit, ein paar Kompromisse zu machen, ja, es ein bisschen einfacher zu gestalten. Und ja, aber dann haben wir uns gegenseitig abgesagt. Das fand ich auch witzig, als ich ihm dann abgesagt habe, weil er auch so ein bisschen, also der wurde dann schon so ein bisschen pumpig, weil es auch die Kritik gegenüber der vorigen CD, die ich so ein bisschen, weil ich hatte mich ja genötigt gefühlt, das so ein bisschen zu kopieren. Also er hat gesagt, ja, so will ich das machen. Und ich habe dann gemerkt, das mag ich gar nicht so gerne. Und ich habe auch also musikalische Argumente gefunden, warum das jetzt nicht die beste Musik der Welt war. Und wir wollten ja im Detail daran arbeiten, aber das hat er nicht ausgehalten. Das war also Kritik an seiner vorigen Arbeit. Das war auch nicht schlau von mir. Aber gut, letztendlich war es dann so, dass ich das dann schnell gezeigt habe. Das war auch in Ordnung. Und dann habe ich ihm aber gesagt, weil er dann auch so zurückgeschossen hat, so nach dem Motto, ja, Dreamscape, bliblablub. Und da habe ich gesagt, okay, also so können wir nicht zusammenarbeiten. Dann sage ich es jetzt ab. Und dann schreibe ich ihm halt länger, warum ich ihm absage. Und dann sagt er, ja, er sagt die Zusammenarbeit auch ab. Fand ich total witzig. Also so nach dem Motto, du machst mit deiner Freundin Schluss und sie dann so überlegt ein bisschen, schreibt dir eine E-Mail und sagt, ich mache jetzt mit dir Schluss. So, was geht denn, ja? Also, das war halt zu viel Ego. Ja, und ich war da schon weiter, war mir dessen aber gar nicht bewusst, ja, was bei mir schon alles für Prozesse am Laufen waren und was schon alles geheilt war. Also, ich eben auch nicht viel Kontakt mit Menschen hatte, aber gemerkt habe, ja, irgendwie in vielen Situationen reagiere ich anders als früher und bin auch viel mehr bereit, ja, Kompromisse, wisst ihr, Kompromisse sind irgendwie nicht so was Tolles, aber ja, in Anführungsstrichen eben Kompromisse einzugehen, um auch für andere da zu sein, ja. Genau, und davor war ich mal so ein bisschen egoistischer, andererseits, ja, denkt dran, ja, welcher Songwriter, der hauptverantwortlich ist für die Musik, sagt schon, ja, du darfst dich auch da einschreiben und darfst auch sagen, dass es dein Song ist. Also irgendwas hat schon immer in mir etwas Verbindendes gehabt, etwas, das ja auch Dinge vorausgesehen hat, um ja zu befrieden, sage ich jetzt einfach mal, um eine Gruppe auch vernünftig zu führen. Und das ist auch das Problem. Also man braucht oft noch Chefs. Ich hasse das, ja, aber es ist noch so. Ich habe ja auch Spiritscape mal offen laufen lassen und es war fürchterlich. Also ja, und jetzt ist es klar und ich mache auch die meiste Arbeit, das ist auch darin begründet, weil damals hatte ich da so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich dann auch mal so Zeiten des Faulenzens gehabt habe, sage ich mal, was Spiritscape anging. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, oh, das würde mir jetzt gar nicht mehr zustehen, mich jetzt hier einzumischen. Ne? Also auch ein ganz komisches Wertesystem, was mich dann ein bisschen daran gehindert hat, auch mal auf den Putz zu hauen. Und jetzt ja, wäre es jetzt einfacher für mich, weil ich ja doch auch sowieso das meiste mache hier. Aber dennoch würde ich mir nie wieder, auch wenn jemand anders brutal viel liest und sich
komplett einbringt, würde ich dem nicht die gleichen Rechte wie mir selbst zugestehen. Ne? Einfach, um im Notfall eine Entscheidungsfähigkeit zu haben und nicht diesen Demokratie-Sumpf, sag ich mal. So. Alle haben die gleiche Stimme. Also. Und dann Stimme 3 gegen 2. Was machst du dann? Sind 2 unglücklich, ja? Also, ist doch Blödsinn, ja. Genau. Hat aber auch noch viel damit zu tun, dass viele Menschen noch aus dem Verstand denken. Ein Beispiel zum Beispiel von dem Song, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Wir wissen noch nicht, wann wir ihn veröffentlichen. Vielleicht relativ schnell, je nachdem, ob wir es noch vor Bens Urlaub schaffen oder danach. Genau. Und da geht es auch wieder um ein Mantra, das durchläuft, und dann kam die Idee auf, dass wir es unterbrechen. So nach dem Motto, ja, das wäre schön, einfach auch da schöne Harmonien laufen zu lassen, und die funktionieren aber nicht alle unter dem Mantra, das übrigens nicht gesprochen ist, sondern gesungen, also Premiere. Wir werden jetzt auch nicht immer nur Mantren veröffentlichen, aber es hat sich einfach so ergeben. Ja. Tolle Idee, die Ben dann auf den Gesang hatte, den ich erfunden habe. Und ja, das war dann einfach mal Weltklasse. Ich sage, okay, das wird das nächste Ding. Genau. Und dann war es so, dass meine Körperintelligenz gesagt hatte, das Mantra soll durchlaufen. Also es soll nicht, also ich habe gefragt, sollte das Mantra, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, unterbrochen werden auch mal. Und dann kam so ein zaghaftes Nein, aber relativ deutlich. Ja, so ein Nein, war eigentlich klar. Und dann habe ich Ben einfach mal gesagt, ja, mach das doch auch selbst mal, ja. Und dann hat er das, während wir relativ lang telefoniert haben, das war gestern übrigens, hat er dann aus Spaß gesagt, er hat es auch mal gemacht, und er hat jetzt auch das Ja bekommen, das Mantra soll durchlaufen. Ja, und natürlich auf der Basis, dass alle fähig sind, sich an ihre Seelen und an ihre Herzen anzubinden, um dann einfach Dinge zu überprüfen. Ja, da würde aber auch immer die gleiche Antwort rauskommen, ja. Da würde dann nicht kommen, ja, aber ich finde es so besser, aber ich finde es aber anders viel besser. Ja. Das würde dann gar nicht passieren, sondern es geht ja zum höchsten Wohle der Musik oder des Songs und dann natürlich auch logischerweise zum höchsten Wohl aller Beteiligten und auch aller Hörer. Ja. All jener, die dann das Stück auch hören. Und dann gibt es da keine ja, verstandesmäßigen, ja, wir könnten auch das oder so, sondern ja, dann wäre die Antwort bei allen Beteiligten, egal wen ich frage, wäre immer gleich. Ja. Es sei denn, du bist halt nicht gut angebunden, und das ist halt ab und zu noch mal der Fall, ja, und deswegen brauchen wir ab und zu noch Hierarchie. Wenn wir alle ans Herz angebunden sind, brauchen wir das nicht mehr. Dann brauchen wir keine Hierarchie mehr, weil die Entscheidung ist völlig klar. Jedem ist in jeder Situation klar, was jetzt ansteht. Und das ist mein Tipp wie immer an euch: Bindet euch an euer Herz an. Versucht mit eurer Körperintelligenz diese Tests zu lernen und zu üben, dass ihr da sicherer werdet, weil die Körperintelligenz ist direkt ans Herzwissen angebunden. Deswegen kann ja die in jeder Situation einem die richtige Antwort geben. Und ich sage deswegen kann, weil man kann sich auch manipulieren. Also natürlich, wenn ich den Kipptest mache und ich tue so, ja, als ob ich das wirklich überprüfen wollte, ergebnisoffen, aber in Wirklichkeit möchte mein Ego möchte ein bestimmtes Ergebnis, ja, dann werde ich es auch produzieren. Also man muss wirklich üben und lernen, ergebnisoffen und aus der Adlerperspektive dann auch zu beobachten, was der Körper macht. Manchmal ist es total überraschend, die Antwort sagt man sich, ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, aber dann halte ich mich auch dran. Ja. Da frage ich dann auch gar nicht mehr nach. Ja. Da überlege ich nicht mehr. Das bindet dann auch nicht mehr so viel Ressourcen und so unfassbar viel Grüblerei, sondern es ist einfach dann ganz klar. Das wäre wirklich wichtig, dass wir das alle lernen und gerade im Umgang miteinander das immer mehr üben und uns einfach klarer darüber sind, was wirklich unsere Herzenswünsche sind. Dann ist es leicht. Ja. Und das ist eben das Werkzeug, unser Herz, ja, wie es jetzt im letzten Absatz der heutigen Nachricht dann eben beschrieben wird. Dieses Werkzeug ist euer Herz, denn es arbeitet wie auf einem Tandem mit eurer Seele zusammen. Ja. Also dann ist alles klar. Also da gibt es keine Fehlentscheidungen sozusagen. Ja. Da gibt es nur noch straight forward. Ja. Und dann natürlich auch die Wunder. Ja. Das, was eben unser Verstand sich nicht vorstellen kann, die Möglichkeiten, die tun sich dann auf.
Genau, und das war mein Senf zum heutigen Text. Ach, schön. Alles klar, ihr Lieben. Ja, bis dann. Schönen Abend noch, heute am Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Huhu.